Dortmund hat sich das Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen der Stadt durch energetische Gebäudemodernisierungen zu verringern. Dabei hat man erkannt, dass eine relevante Größe der Einwohnerschaft bisher kaum oder gar nicht erreicht wurde: Immobilienbesitzer mit Migrationshintergrund. Um diese Zielgruppe zu mobilisieren, hat Dortmund eine Initiative ins Leben gerufen. In diesem Projekt ging es uns darum, Menschen anzusprechen, die eigentlich gute Voraussetzungen haben, beispielsweise Handwerkerinnen und Handwerker sind oder auch Verantwortung übernehmen wollen. Und das sind die Migrantinnen und Migranten bei uns in der Stadt. Und das war ein Erfolg. Anfangs konzentrierte sich die Projektgruppe auf bestimmte Stadtteile von Dortmund. In der ursprünglichen Planung wollte man mit den Menschen über die Quartiersebene in Kontakt treten. Dieser Ansatz führte jedoch nicht zu den erhofften Ergebnissen. Im Laufe der Projektarbeit zeigte sich, dass man die Menschen besser erreicht, wenn man sie über soziale Gruppen wie Kulturvereine oder religiöse Gemeinschaften anspricht. Diese neue Herangehensweise war erfolgreich. In Dortmund fanden 16 Informationsveranstaltungen zu den Themen energetische Gebäudemodernisierung und energiesparendes Handeln statt. Rund 10.000 Gebäude sind in Dortmund im Eigentum von Migranten. Die Stadt hat erkannt, dass und wie sie diese relevante Zielgruppe ansprechen muss, wenn sie ihre Klimaschutzziele erreichen möchte. Das Projekt ist somit ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz, aber auch zur Integration.